In der Sache bleibe ich dabei. Der Frontalunterricht ist weiterhin die mit Abstand am häufigsten praktizierte Sozialform in der Schule und die muss genau angeguckt werden. Der Frontalunterricht sollte auf ein Drittel reduziert werden, jetzt sind es 2/3 des Unterrichts. Und dann aber mit höherer Qualität. Und wir müssen also da auch die Kriterien schärfen für das, was im Alltagsgeschäft so weit verbreitet ist, nämlich der Frontalunterricht. Das hat noch nie geklappt, die Lehrerbildung mit der Schulentwicklung zu parallelisieren. Das geht immer wieder neu los. Das hat schon zeitliche Gründe. Wir müssen die Prüfungsordnung ändern und dann wissen, was passiert in den nächsten 20 Jahren in der Schule, in der Schulentwicklung. Und das ist nie präzis vorhergesehen worden. Zum Beispiel die letzte große Welle, dass in der Folge des PISA-Schocks dann die Kompetenzorientierung von oben befohlen wurde, das ist eine Entwicklung, die auch unmittelbar vorher so gut wie keiner von uns vorausgesehen hatte. Dass jetzt plötzlich ein didaktisches Modell, was es noch gar nicht gibt, von den Kultusministern als verbindlich für alle Lehrer vorgeschrieben wird. Die Referendare, die jetzt ausgebildet werden, die wissen, was mit kompetenzorientiertem Unterricht gemeint ist, oder die Mehrzahl zumindest weiß es, aber die Mehrzahl der Lehrer, die heute in der Schule ist, reagiert mit Unverständnis, oft auch sehr aggressiv, dass gesagt wird, rutsch mir einen Puckel runter oder ja, vor 30 Jahren bei der Lernzuorientierung hatten wir dasselbe schon mal, auch dies wird wieder vor die Wand fahren. Aber so ist das mit Verordnungen im Schulbereich, das wissen wir doch, nur die katholische Kirche ist noch veränderungsresistenter als die Schule. Wir hatten hier vor 2 Jahren Mats Ekholm aus Schweden zu Besuch. Mats Ekholm, weltweit bekannter Unterrichtsforscher und Schulentwicklungsforscher, der hat inzwischen 27 Jahre lang 17 Schulen immer wieder begleitet und die Unterrichtsqualität gemessen. Immer mit denselben Kriterien. Sozialformhäufigkeit, Klima, Aufgabenstellung und so weiter. Und er sagt, die gute Nachricht, es gibt eine ganz geringfügige, aber ganz kontinuierliche Verbesserung der Unterrichtsqualität. Und in 27 Jahren kommt da eine ganze Menge bei raus. Also in Mittelschweden ist der Unterricht in den letzten 25 Jahren kontinuierlich besser geworden, wenn man davon ausgehen kann, dass diese 17 Schulen repräsentativ sind. Mats Ekholm hat dann angemerkt, was gab es denn an bildungspolitischen Steuerungsversuchen? Da sagt er, ja, wir hatten einen wiederholten Wechsel von sozialistischen Regierungen hin zu bürgerlichen Regierungen. Und die haben immer alles umgekrempelt, neue Steuerungsinstrumente entwickelt, auch unter anderem die Kompetenzorientierung. Dann hieß es Inspektion für alle und dann hieß es Curricula ganz abschaffen. Und das ging hin und her, wie in deutschen Bundesländern auch. Und Mats sagt, man könne so gut wie keine Ausschläge in der Unterrichtsqualität, die er gemessen hat, nachweisen. Das heißt, da oben wird viel gestrampelt und gezappelt und getönt, aber es lässt sich nicht im Klassenzimmer nachweisen, dass tatsächlich solch ein völliger Steuerungsschwenk die erhofften positiven Effekte hat. Und deshalb würde ich sagen, ja, die eigentliche Arbeit findet im Klassenzimmer statt und im Kollegium und nicht im Kultusministerium. Und allen Bundesländern, die mal wieder gerade einen Kultusministerwechsel hinter sich haben oder einen Regierungswechsel hinter sich haben, kann ich nur sagen, seid gelassen. Die entscheidende Entwicklung findet im Klassenzimmer statt. Da würde ich, wie manchmal in der Rechtsprechung sagen, da gibt es ein Vollzugsdefizit. Wir machen zu wenig mit den Daten, die da erhoben werden. Und da das, denke ich, flächendeckend ist, dass wir sehr schwer mit diesen riesen Datenbergen umgehen können, deshalb würde ich sagen, es sollte in Zukunft weniger gemessen werden und es sollte ein Assessment Standard, sagen wir auf Amerikanisch, dazukommen. Nur dann, wenn auch die Nutzung der erhobenen Daten garantiert und kontrolliert wird, sollte man all diese Daten erheben. Also ich habe ja nichts dagegen, dass ein Kultusminister für seine mittelfristige und langfristige Steuerung der Schulpolitik solche Daten erhebt. Aber die Vorstellung, dass die einzelnen Kollegien mit diesen riesen Datenbergen, die bei SAIS oder bei VERA oder im Zentralabitur anfallen, dass sie daraus was Vernünftiges machen, die habe ich nicht. Da müssten sie mehr Zeit haben. Und meine Position ist eh klar, da fände ich es besser, wenn sie die Daten selbst erheben. Dann hätten wir so eine Mischung von Top-Down und Bottom-Up. Schulen können innovativ werden, weil sie die Daten erheben,
die sie meinen wirklich zu brauchen. Und das kann man dann vergleichen mit den Daten, die der Kultusminister erhoben hat.